Hallöchen, Popöchen, und wieder einmal herzlich willkommen bei The Borderlands The Pre-Sequel. Und heute ist hier Tag der offenen Tür bei der jungen Dame. Das ist meine neue Freundin übrigens. Ist sehr... Ja, wie sagt man... Sieht aber sehr männlich aus. Guck mal, ist das wirklich eine Frau? Die ist quasi sehr weltoffen. Ein sehr offenherziger, liebenswürdiger Mensch. Stimmt's? Kann mir mal jemand diesen Widerling vom Hals schaffen? Aha. Kommt das bei dir auch mit rüber, wenn ich anklicke? Ja, sie hat gesagt, nein, du stinkst. Wirklich nicht. Nicht mal im Traum. Also, so wie sie ja da sitzt. Bist du nicht ein bisschen kurz geraten für einen Kammerjäger? Was? Ja, ist kurz doch ein Schneemann. Eben. Was du da? Okay, wir haben eine Quest. Guck mal, da hinten ist auch was. Ja, wir haben eine Quest. Da leuchtet was? Wo denn? Ich wusste ja, weiß nicht, wir müssen da hinten drauf. Na dann? Warte mal, ich guck erstmal kurz, ob wir noch. Wir müssen hier Kram annehmen, ne? Wir müssen uns wegporten. Ach so. Ja. Warte mal, wir haben. Ah, wir haben drei Quests. Ja, okay, dann machen wir die. Das ist nicht die Main. Machen wir erstmal die beiden Sidequests, die wir haben, dann porten wir. Und dann machen wir die Main. Breton Flats. Pam. Upp. Ui. Hänge runter. Wilde sind die Freunde, die besten haben noch irgendeinen Zusatz nutzen. Das ist sehr gut. Da steht da überhaupt nicht. Das ist gerade. Das ist sehr gute Formulierung. So. Okay. Dann machen wir mal hier ein bisschen weiter heute. Da kommt man kaum zu Fuß. Was ist denn da? Aber ich kann dir zu einem, halt dich fest, Stingray verhelfen. Alte Dahl-Technologie. Die Dinger sehen nach nichts aus, aber Moxie hat dran rumgeschraubt und jetzt springen sie wie ein brünftiger Skag. Nur, man kriegt nicht leicht einen in die Fleischklöpse. Mir ist aber ein Scrambler, zugeflogen. Der sollte die Digistruct-Anlage in der Dahl-Werkstatt aktivieren, zu der du unterwegs bist. Sobald du dort einen Stingray freischaltest, richte ich es so ein, dass du an allen Moonsumi Stingrays bekommst. Ja, geil. Zweites Fahrzeug kriegen jetzt. Jetzt schon neues Fahrzeug, Alter, mit Stufe 10. Geil. Fahren wir erstmal mit den alten dahin. Holen uns das neue ab. Oh, es bleibt ja nicht bei 2. Oh, vielleicht lieber noch was anderes Cooles. Schauen wir mal. Ah, das wäre geil. Hui! Ja, geschafft! Mit deinen Lava-Jumps, ey. Yeah! Super! Schon ein bisschen baden gehen. Ich muss das für die nächste große TV-Total-Lavasprung-Challenge ein bisschen üben. Ach so. Weißt du, die YouTuber, die werden da immer eingeladen. Seit neuestem. So. Wo müssen wir denn hin? Da hoch oder was? Irgendwie da, guckt auf der Map hinter uns, genau, ist eine Markierung, aber da kommen wir nicht hin. Ah. Du musst quasi andersrum. Da, also, Ah, ich weiß, wo das ist. Das ist... Ja, rein muss man einfach nur. Das ist da, wo... Nein! Ja, doch. Das ist doch... Ist das nicht das, wo der Level 35er ist? Nee, das ist wo ganz anders. Warte mal. Ohrenschlucht. Hier ist ja so ein Ding nach oben. Das ist ein Weg nach oben. Achso, okay, tatsächlich. Ja, du bist schauen ja mal da lang. Gut landen. Nur fall unten durch. Ja, genau. Weiß nicht, ist es oben überhaupt hier so? Und dann müssen wir jetzt aussteigen. Ich schaff das. Ich schaff das. Komm. Ja, komm, lass mich mal durch da. Du klemmst fest. Hopp. So, hier ist über rote Punkte. Hässliche. Oh, ein Badass. Alter, schieß grad schlecht. Alter, die halten auch viel aus. Ach, das ist ein Badass. Ja, Badass, sag ich ja. Oh, pam, pam. Schön in den Hoden schießen. Ja, wenn man mal gerade ausschießen könnte. Ah. Da ist noch irgendwas. Ah, nein. Ey. So. Achso, das ist so ein Pilz da. In Höhle ist speziell. Enthält Methan, Ethan und Andritan. Andritan. Lange Zeit. Du arbeitest schnell. Höhle sehr kalt und dort wilde Hunden. Kreaturen. Aber behältst du kühlen Kopf. Witze. Der war schon nicht schlecht, muss ich ja zugeben. Ja, mach Witze. Ah, ja. Hier müssen wir einfach nur rein. Verdammt! Viel gut! Dann da hinten nochmal irgendwo. Wackelt so komisch. Ist noch nicht, Da kommen doch gleich Mobs spielen. Raus, ey. Spiele sie dort und bringe Eis zu Nina! Das
das denn für ein fettes Vieh? Bam, 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 bam. Oh, das kann ja gar nicht. Zum Glück. Gut, ich habe eine Feuerwaffe. Ich will drunter landen. Ja! Oh, schön auf mir drauf gelandet. So. Joa, das war's schon oder was? Nee. Nee, nee, nee. Wir müssen noch irgendwas hier. Das sind gefährliche Tiger da. Lieber töten! Schnappt ihr euch, Jungs! Stimmt doch. Gutes. Achso, schießt so komische Dinger. Da fliegt was, eine Kugel. Ah, doch nicht. Ja, das ist von dem Ding hier. Ich dachte, das Teil schießt hier so eine Kugel. Das ist hier von dem. Nett. So, ja, ich hoffe, ich treffe den mal irgendwie. Da ist noch einer. Oh ja, schön in die Augen rein. Am, am. Gut. Sniper schön in die Augen rein. Du machst Jack alle Ehre. Yeah, ich mache Jack alle Ehre, hat er gerade gesagt. Ja, da kommt wahrscheinlich gleich aus jedem Teil so ein Ding raus. Meinst du? Nochmal spannend werden soll. Hopp. Mal, da hinten müssen wir nochmal was platzieren. Hier, da war ich doch gerade schon drin. Ach, siehste. Bohrung fertig, ihr. Setze an neue Stelle, so wir bekommen mehr Spezialeis. Ja, mehr Spezialeis. Ach so. Wo oben oder was müssen wir jetzt hin? Ich weiß gerade nicht. Ach so, ich habe einen Bohrer und der muss da platziert werden. Der bohrt dann und dann kommt da dieses Spezialeis raus. Genau. Klein Ding. Währenddessen müssen wir. So, okay, und in der Mitte das Ding ist nur, weil es hier das Gebiet ist. Ja, genau. Zuckel, 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 zuckel. Los, Rehmops, ich will Schnetzel. Keine Gegner. Auch nicht. Mal, klebt was an der Decke. Warte, ich kann gerade nicht. So. Kannst gerade nicht, ich komm gleich, Mops. Ich hab ganz heimlich mal was getrunken. So. Was? Merkt auch niemand. Verrat's aber keinen. Eben, ich sag das auch nie im Let's Play, dass ich was trinke, weil das merkt dann sonst jeder. So. Ja, tja. Also diese Gefahren hier sind wirklich unaussprechlich. Eben. Gib den Eisbrocken auf. Ach so, weil wir erst einen Brocken aufgesammelt haben. Wahrscheinlich spuckt das Ding da. Da ist genau. Gut. Setze Burr noch einmal woanders an. Ah, okay, dann haben wir wahrscheinlich einmal verpennt oder so. Warm genau ist denn? Ohne Schrotflinte. Ich will keine Schrotflinte. Warum nicht? Blut und Fleisch, sein komischer Eis. Ach, Schrotflinte ist zwar gut, aber. Oh, hier, also ich hab Bock auf eine Schrotflinte, aber die meisten sind scheiße. Hier ist irgendein Boss. Irgendwie bohrt er gerade in Blut rein. Das wackelt hier wie die Sau. Naja. Ah, komm, Digi-Jacks raus, die regeln das. Hat genommen Ninas Bohrer. Du töten! Töten! Ihr töten! Für dich, Nina! Nur für dich! Ah, es war so klar, dass ich jetzt Nahkampf kriege, wa? Komm, mit dem Sniper geht das, glaube ich, ziemlich schneller. So, wo sind die Augen? Da ist ein Auge. Nee, doch nicht. Da ist ein Auge hier. Dicke Augen. Macht doch nichts, das Ding, ne? Das spawnt halt irgendwelche Kackviecher die ganze Zeit, ne? Los, lad nach, Diggy Jack. Am. Ja, Spezialeis, du Hol. So, zack. Achso, hier. Bohren nehmen auch noch mit, Zacki. Hast du gut gemacht. Bring Eis von der und Bohrer zu Nina. Schnell, etwas riecht schon schlecht hier. Das ist wohl Nina. Warte mal. Das ist praktisch ein medizinischer Notfall. Weiß nicht. Also bei Schwester Nina kriegen wir bestimmt ein Schutzschild, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Eine Schrote habe ich schon, also eine Schrote bräuchte ich jetzt nicht, theoretisch. Ich hätte Bock auf eine Schrote, aber die meisten im Levelbereich sind eh scheiße. Also wir können, gehen wir Russ Nina, würde ich sagen. Ja, wie du willst, also, mir ist egal. Ja. Ich schieße eh gerade ganz gerne mit den Laserwaffen rum. Gefallen vielleicht mir. Vielleicht ist es ja eine richtig geile Laserschrote. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Komm, wir geben es dem lustigen Claptrap. Waffen sind geiler als Schilde, oder? Hülle kriegst du überall. Waffen auch. Aber wir brauchen eh keine Schilde, oder? Sterben wir hier nicht. Na, mir ist egal. Mir ist auch egal. Vielleicht kriegen wir auch kein Schild. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber grüß halt den Claptrap. Mir ist es Wurst. Weiß ich wenigstens, es wird eine Schrotflinte. Haben noch etwas runter, da. Bam, ist auf den Vogel drauf. Urat. Sugar Baby. Sugar Baby. Stirb. So.
Ja, dann gehen wir erstmal hier hinter. Suche in den Trümmern und finde mir die Zerlegerkupplung. Alter. Da sollte eine sein. Die Teile sind praktisch unkaputtbar. Nochmal eine Quest hier, aber wir geben erstmal die ab, oder? Ja, wo ist denn der Roboter? Der Roboter? So. Abgeben meine ich. Wenn du dann so weit wärst. Der Roboter ist dort hinten. Da müssen wir jetzt dahin gehen. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Gekauft. Raketenwaffe gekauft. Ich mag die Raketenwaffe zu gern. Ich hasse die. Oh, guck mal, hier gibt's ein episches Schild. Oh, das ist aber teuer. 100 Kapazität. Ah, oh, gut, so geil ist es gar nicht. Ja, minus 56 Gesundheit, ja, also ja. Ist es wirklich nicht. Also jedenfalls nicht für 2000 Tage. Gegenwerfe sind super. Also, wenn wir es jetzt dann niedergeben wollen, müssen wir halt in die Stadt, ne? Ach, ich lass dich mal fahren. Fahr du mal. Roboter, ne? Wo ist denn der? Ach, da. Nee, das ist Nina. Okay, der ist nicht auf der Map. Da müssen wir tatsächlich wegreisen. Ich dachte, der wäre hier auf der Map. Ja, dann mach mal. So, jetzt. Mhm. Achso. Ja, Concordia ist natürlich. Das ist jetzt natürlich die Nina, ne? Oder nee, die Nina war hier, nee, in dem Gebiet, wo wir gerade waren. Beide hier, ne? Ich weiß auch nicht. Also hier können wir einmal abgeben. Wer ist hier? Der Pyrephalte doch auch nur ein Mensch. Ja. Wieso denn hier? Weiß ich nicht, hier wird irgendwas angezeigt, ne? Da ist doch der Trap! Da ist doch der Bot. Na komm, gib ihm das. Freut mich, dass du weißt, was wichtig ist. Aber was fange ich mit dem blöden Bohrer an? Zack. Da ist diese schreckliche plastische Chirurgie doch fast Level up. Gelohnt. Friert Gegner ein? Nice. Das ist ja geil. Krieg ich die nicht? Ach doch, hab ich da. Ist die besser als meine? Meine hat 3 Schuss, die hat. Geht Gegner ein, ist wirklich geil. 2 Schuss. 33 mal 2. Okay, die Größe 2. Da braucht 2 Schuss pro Munition. Ich behalte trotzdem meine Legendary Waffe. Einfrierchance 8%, das ist natürlich. Ja, gut. Voll zu stehen, wie du den Abzug, Abzug drücken kannst, genau. Mit einem Schuss. Na gut, mach meine mit einem auch. Schuss verbraucht er 2 Munition pro Schuss. Ja. Ladegeschwindigkeit 2,3 klingt noch nicht viel. Oh, wieder fast Jackpot gerade. Scheiße. Verdammter Mist. Das ist gerade für eine Waffe. Eine. Oh, ich spiele mal nebenbei. Mach mal, ich drehe gerade noch ein bisschen Moxies hier. Oh, dreh mal Moxie, dreh dich. Oh, hier Explosionschance, zack. Diese komischen MPs. Ja, die mag ich auch nicht so gern. Der war eigentlich ganz geil. Oh, hier ist auch noch so ein Automat. Nee, aber nicht. Frechheit. Guck mal. Was? Automat ist kaputt. Hier ist auch noch so ein Automat, der geht aber nicht. Ja. So, noch einmal. Das kannst du dir nicht leisten. Schade. Na gut. So. Dann. Ja, machen wir erstmal. Warte mal. Ich wähle mal jetzt die zweite Quest aus. Die da. Was ist das für ein Dröhnen hier oben? Zerlegung gucken. Was für eine Dröhnung? Ja, oben hat er voll rumgedröhnt. Wie so ein Triebwerk. Ja? Achso. Mhm. Hab ich nicht gehört. Okay, die Zerlegerkupplung brauchen wir jetzt. Und in dem Gebiet, wo wir eben waren, da gab es noch 3 weitere Quests. Okay. Guck mal kurz vom Level her, wie hoch die Main Quest ist. Stufe 12, die ist 11. Okay, machen wir erstmal alles drunter. Machen wir erstmal das hier. Hyrif wurde ermordet. Mein Gott, wer macht denn sowas? Vor allem, das ist voll neu. Das war gerade eben erst, also. Sozusagen. Ja. War die letzte Story Quest war das, ne? So, erstmal eine neue Karte. Ja. Genau, wenn wir jetzt die Quest machen, dann kriegen wir vielleicht wieder eine neue Karre. Ne, wir müssen. Genau, geradeaus. Exakt geradeaus. Hallo, das war nicht geradeaus. Yeah! Chaka. Hä? Warte mal. Ah, wir müssen da in die Höhle rein. Nee, hä? Wo müssen wir denn hin? Da drüben irgendwie. Ach so, in die Lava, das schaffe ich. Oh, das war knapp. Was? Rein mit dir? Wirklich in die Lava. Nee, das ist da drüben.
Ich komme da irgendwie anders hoch. Hier? Es ist aber unten. Müssen wir irgendwie runter. Matsch, matsch, matsch. Ach, darüber manchen, ey. Okay, da unten leuchtet noch so ein Ding, dann lass uns erstmal da hin. Ich weiß nicht, was mit dieser Lava da ist. Egal, über die Brücke müssen wir rüber. Der Vogel haut uns hier. Bam! Einfach matschen die so. Okay. Keine Ahnung, ab jetzt. Also da rechts lang, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Ja, so ist richtig, genau. Und dann über die Brücke. Jetzt links, genau da. Kanten immer. Oh mein Gott. Rückwärts geht's kaputt gemacht. So. Vollgas! Hui! Okay, hier genau in der Mitte. Also diese Karren kaputt machen oder wo kriegen wir die her? Hör doch mal nicht zu, wenn einer eine Quest vorliest. Ja! Wo ist denn irgendwie was? Da liegt sie doch. Ach, fahr doch weiter weg. Achso, du willst ja aussteigen. Warte, ja, ich war gerade am Aussteigen. Ich schieb dich hin. Nein, ich bin doch gleich da. Hör auf mich zu schieben. Ich schieb dich. Jetzt ist mich fast drüber geschoben. Aber keine Sorge, es gibt ja noch den zweiten Wandler. Er ist in einem Banditencamp in einem alten Bahnhof. Dort leben ein paar wilde Skeks, die Boosters. Wenn du willst, geh hin und erklär ihnen, dass ich ein paar Ersatzteile brauche. Dann sagen sie sicher, na klar, bedien dich, Kumpel. Ha, genau. Ganz bestimmt. Was ist denn gerade? Ich aktualisiere dein Echo. Geh und kill diese dreckigen Gauner. Was? Soll mal auf Q? Kann man nach hinten gucken? Ich aber nicht. Achso, ich kann das. Aha. Frechheit. Yeah, Oh mein Gott! Ja! Hier raus! Ich kann das! Putz verknappt, aber schön abwürgt die Karre, ey! Boah! So, hier vielleicht irgendwie. Was hast du vor? Ich will auf das Dach! Nein, scheiße! Ich sitze mit dem Auto! War nicht da! Also das ist schön an Borderlands, im echten Leben, da will man ja auch solche Dinge unbedingt machen, aber da darf man das nicht, weil ein Auto dann eventuell kaputt geht, oder man selber. Aber hier, hier geht das! Also wie bei GTA, machst du auch... Stingray kommst du nicht zu Pickles, hab ich dir doch gesagt, oder? Die Frage ist ernst gemeint. Hab's vergessen, ich schnupf zu viel Moondust. Fahr zur Metallfabrik, von der ich dir erzählt habe, und besorg dir einen. Aus stirbt Boden-Luft-Raketenwerfer. So. Also wir müssen jetzt hier rein, also quasi, warte, da hoch. Mit dem Auto da weg. Du kannst einfach wegkloppen, das Auto. Bam. Ja, wie kann ich das nicht? Du bist ein kleiner Roboter, du kannst kein Auto wegkloppen. Nee, warum nicht? Du kannst doch auch im echten Leben keinen Vieh wegkloppen. Ja, aber du, oder was? Natürlich. Ich parke mein Auto immer, indem ich es in die Parktür reinschlage, mit den Händen. Zeitlich. Bam, bam. Noch rückwärts. Nee, oder schlägst du ein anderes Auto einfach raus? Das mache ich sowieso immer. Und dann hebst du deins oben drüber. Da packst du da und der steht auf der Straße rum mit abgeschleppt. Wenn du Wandlerersatzteile suchst, tja, such dir deine eigenen. Das hier ist schon vergeben. Okay. Ja, ich suche meine eigenen. Also ich suche deine eigenen. Ich nehmen werde. Aus ins Gesicht, Junge. Hier.